Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à celles et ceux qui nous suivent. Guten Tag Ihnen allen. Guten Tag denjenigen, die uns auf den sozialen Netzwerken folgen, auf Facebook, wo dieses Webinar gesendet wird, in der französischen Fassung. Sie können aber auch der verdolmetschten Fassung in Polnisch, Spanisch, Englisch oder Deutsch lauschen, indem Sie direkt auf den Zoom-Link klicken, den Sie hier in den Kommentaren wiederfinden. Sie können auch gerne im Chat Ihre Fragen stellen, wenn Sie auf Zoom präsent sind oder in Kommentarform auf den sozialen Netzwerken. Und nach den Beiträgen werden wir auch einen kurzen Zeitraum haben, um Ihre Fragen zu beantworten. Nun, wie wirkt sich der Online-Handel auf die Arbeitsplätze aus? Wir haben dieses Webinar Amazon Jobkiller genannt und das ist, denke ich, schon sehr vielsagend. Bevor wir jedoch mit dem Webinar beginnen, möchte ich einige Worte zum Kontext sagen, das uns zu dieser Untersuchung geführt hat, zu dieser Analyse der Auswirkungen des Online-Handels, des E-Commerce auf die Beschäftigung in Europa. Sie wissen, dass Amazon ein Krisenprofiteur ist, so kann man das durchaus nennen. Seit der Pandemie hat der Gewinn von Amazon ist ja wirklich explosionsartig nach oben gegangen. Wenn Sie das mal 2019 und 2020 wieder vergleichen, hat sich der Gewinn von Amazon verdoppelt. Das sind also die Krisenprofiteure und Jeff Bezos, der Chef von Amazon, ist der reichste Mann der Welt. Auch wenn er sich um diesen Titel streitet mit Elon Musk, dass jede Woche wechselt das ein bisschen. Aber ich glaube, diese Woche ist es Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt. Und es gibt also Menschen, die es geschafft haben, Profit aus dieser Krise zu schlagen. Das ist eindeutig der Fall bei Jeff Bezos. Es gibt andere, die hart von dieser Krise getroffen sind. Vor allen Dingen kleine Händler, kleine Unternehmen im Einzelhandel, die gezwungen waren zu schließen durch den Lockdown, durch die Ausgangssperre, durch politische Entscheidungen. Und diese Händler sind jetzt in einer ganz schwierigen Situation, was wir in den letzten Monaten feststellen mussten. Dass es eine wirklich hier sich dem Kampf gegen Amazon angeschlossen haben. Ich muss dazu noch sagen, dass seit Beginn der Pandemie ist der Profit für Amazon ganz gewaltig nach oben gegangen. Aber es gibt auch mehr Menschen, die gegen Amazon sind. Und das hat sich auf Kategorien ausgedehnt von Menschen, die vorher nicht gegen Amazon waren, unter anderem eben auch Einzelhändler. Denn ein Unternehmen wie Amazon, was keine Steuern zahlt, das um die Mehrwertsteuer herum arbeitet. Das wirkt wirklich unwürdig in einer Zeit, wo alle den Gürtel enger schnallen müssen, wo alle betroffen sind, wo es so wichtig ist, dass man auch Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen wie Krankenhäusern hat, die ja von Steuergeldern finanziert werden. Und diese Ablehnung von Amazon hat also deutlich zugenommen in der Bevölkerung. Auf internationaler Ebene ist das ebenfalls der Fall. Und das beinhaltet auch die Arbeitnehmer, vor allem die Arbeitnehmer in den Lagerhäusern von Amazon. Und da möchte ich auch wirklich ganz, ganz klar darauf zeigen, in diesem Kampf gegen Amazon, wir gehen noch mal ein paar Schritte zurück. Vor einem Jahr, zu Anfang der Pandemie, in Frankreich hat es eine erste Rede gegeben vom Präsidenten, der uns erklärt hat, dass nur essentielle Aktivitäten fortgesetzt werden können und dass ansonsten die Distanzierung berücksichtigt werden muss. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Gewerkschaften von Amazon gesagt, wir haben diese Rede von Emmanuel Macron gehört und gleichzeitig sitzen wir hier und schicken Sachen, die absolut nicht von grundlegender Bedeutung sind. Verkleidung für Hunde und dergleichen. Und wir sitzen hier ohne Maske, ohne Desinfektionsgel für unsere Hände und ohne Distanzierung. Und wir sind sogar noch zahlreicher, als wir normalerweise sind. Das heißt, wir sind alle hier sehr eingeengt. Also, aber diese Arbeitnehmer beschließen also, die Leitung von Amazon Frankreich zu verklagen, haben ihren Prozess gewonnen oder werden gewonnen. Das wird Auswirkungen haben auf ganz Europa und sorgt auch für Hoffnung in allen Lagerhäusern Amazons in Europa. Zu diesem Zeitpunkt beschließe ich, dass es eine internationale Anhörung geben sollte, der Arbeitnehmer bei Amazon, die in den verschiedenen Lagerhäusern auch andernorts in Frankreich arbeiten, um einfach die Frage zu stellen, wie sieht die Situation bei Ihnen aus?
und auch um zu prüfen, ob die Situation andernorts genauso aussieht wie in Frankreich. Und das habe ich mit meiner Kollegin Maria Gasparello, ein Mitglied des Europäischen Parlaments aus Spanien. Und da haben wir festgestellt, dass auch wenn die Arbeitnehmer verschiedene Sprachen sprechen, sie uns alle die gleiche Geschichte erzählen. Die haben uns alle erzählt, wie die Art und wie die Arbeit bei Amazon so organisiert ist, um zu verhindern, dass man gemeinsam mobil machen kann, dass man sich gewerkschaftlich organisieren kann. Und diese Arbeit ist gekennzeichnet durch einen permanenten Druck, durch eine brutale Taktung, durch eine permanente Kontrolle und ein präzises Timing jeder Arbeitsgeste. Und all dies sind Instrumente eben, um jede Form der Arbeitnehmerorganisation zu verhindern. Das ist voll Überwachung, Überwachung, Überwachung. Und Sie haben vielleicht zu dem Thema auch letzte Woche davon gehört, dass Amazon in den Vereinigten Staaten beschlossen hat, Überwachungskameras in allen Lieferwagen zu installieren, die permanent live geschaltet sind. Überwachung. Einige Wochen später, und jetzt ist es September 2020, und da kontaktiert mich die Gewerkschaft UniGlobal. Und die sind dann nochmal, da erfahre ich, dass Amazon noch einen Schritt weiter gegangen ist in die Überwachungslogik, indem sie tatsächlich Spionage betreiben. Amazon hat etwas veröffentlicht und dann später zurückgezogen, aber es ist zuerst veröffentlicht worden. Zwei Arbeitsangebote, wo sie versucht haben, Spione zu engagieren, um ihre Arbeitnehmer und die politischen Entscheidungsträger auszuspionieren. Ich beschließe, einen Brief an Jeff Bezos zu schicken, mit unterschrieben von 37 Mitgliedern des Europäischen Parlaments, dass es Regeln in Europa gibt, dass es demokratische Regeln gibt und dass es gewerkschaftliche Freiheiten gibt, die er nicht einfach mit Füßen treten kann, sondern die er befolgen muss. Und dass es natürlich absolut nicht akzeptabel ist, hier Arbeitnehmer oder Politiker auszuspionieren. Einige Wochen später werden unsere Befürchtungen bestätigt. Das zeigt sich durch einen Artikel in der amerikanischen Zeitschrift Vice, wo es Zugang zu Leaks gibt, wo bestätigt wird, dass Amazon in der Tat versucht hat, soziale Bewegungen, Arbeiterbewegungen auszuspionieren. Und darin wird unter anderem erwähnt, dass in Frankreich in 2019 eine Bewegung gab, und das waren die Gelbwesten-Proteste, die sogenannten Gilets Jaunes. Und da gab es dann wirklich eine Analyse für Amazon, wie sich diese Bewegung gestaltet hatte. Und da gibt es, das hat auch dazu beigetragen, dass es eine immer stärkere Stimmung gegen Amazon gibt. Es gibt mehr Mobilisierungen und das auf allen Ebenen, in allen Maßstäben, auf lokaler Ebene gegen die Lagerhäuser, auf internationaler Ebene. Anne-Marie Dufour zum Beispiel ist beauftragt. Es gibt die Organisation Die Freunde der Erde, Les Amis de la Terre, um hier gegen Amazon in Frankreich vorzugehen, im französischen Kontext. Und auf internationaler Ebene gibt es ebenfalls eine Mobilisierung, unter anderem mit der Gewerkschaft UniGlobal, die sich einer Koalition gegen Amazon angeschlossen hat. Und Nick Rudikoff ist ebenfalls einer unserer Redner, der uns berichten wird von dieser internationalen Mobilisierung gegen Amazon. Und zu all diesen Dingen bleibt Amazon eigentlich nur noch ein Argument. Deswegen haben wir hier auch die Studie zu Rate gezogen. Und das ist das einzige Argument, was Amazon blieb. Es ging um die Beschäftigung. Und da wurde nämlich gesagt, Sie können es kritisieren, so sehr wir wollen, aber wir schaffen Arbeitsplätze, sagt Amazon. Unabhängig davon, in welchem Land, wenn Amazon sich irgendwo niederlässt, ja, da gibt es, und die siedeln sich an Orten an, wo es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, an ehemaligen Industriestädten, wo keine Industrie mehr stattfindet, und zwar da haben die dann gesagt, wir schaffen Arbeitsplätze. Wir wollten dieses Argument prüfen. Wir wollten herausfinden, was die wirklichen Auswirkungen von Amazon auf die Beschäftigung und auf die Arbeitsplätze also sind. Und dann haben wir im Rahmen dieser Studie hier, ja, E-Commerce auf dem Weg zu einer Arbeitsplatznahme von zwei Wirtschaftsexperten durchgeführt. Und dieses Argument ist überhaupt nicht gültig. Wir haben das organisiert. Amazon ist ein Jobkiller. Es werden Arbeitsplätze zerstört durch die Ansiedlung von Amazon. Und zwar auch dadurch, dass die Arbeitsplätze natürlich immer, dass es nicht nur weniger Arbeitsplätze, sondern auch schlechte Arbeitsplätze sind. Ich möchte gar nicht viel länger fassen hier,
sondern hier vor allen Dingen über die verschlechterten Arbeitsbedingungen sprechen. Es gab ja Personen, die bei der letzten Anhörung der Arbeiter teilgenommen hat. Marga Malinowska ist heute hier, eine Arbeiterin von Amazon. Und sie hat uns berichtet, auf wie die Arbeit in Polen organisiert wird. Sie arbeitet in einem Lagerhaus in Polen und sie wird uns also von der Organisationsweise der Arbeit bei Amazon berichten und wie Amazon ein Jobkiller ist, einfach auch dadurch, dass sie eine so negative Auswirkung auf die Qualität der Arbeit haben. Und es gibt dann natürlich auch, ich würde da noch einige wenige Minuten geben, also für die 15 Minuten für die Beschreibung der Studie. Vielen Dank, Sie haben das Wort. Einen schönen guten Abend und vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, diese Studie zu verfassen und dass wir hier die Möglichkeit haben, die Ergebnisse zu präsentieren. Wie Leila schon sagte, ist es eine unabhängige Studie, die wissenschaftlich fundiert ist. Zunächst einmal ist klar, dass der E-Commerce in Europa immer größer wird. Die Schätzungen unterscheiden sich je nach Institution. Eurostat geht von über 200 Milliarden Euro in 2019 aus. Andere gehen von einem Marktwert von 600 Milliarden aus. Es ist also ein immer größer werdender Markt. Was aber klipp und klar ist, ist, dass es ein wachsender Markt ist, unabhängig von den Schätzungen. Ist der Markt seit 2013 ums Dreifache gestiegen. Und das beobachtet sich natürlich auch im Verbrauchsverhalten. Wenn man sich die Umfragen der Verbraucher anschaut und sie fragt, was sie über die letzten 6 oder 12 Monate so gekauft haben und ob sie auch online eingekauft haben, so ist klar, dass auch diese Zahl in den meisten europäischen Ländern zunimmt, ungeachtet der Altersgruppe. Was Sie hier auch auf der rechten Grafik sehen, in lila 16 bis 24, in blau 25 bis 54 und in rot über 55. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass unsere Studie leider nicht mit den Daten und den Zahlen nach Beginn der Covid-Krise durchgeführt werden konnte. Seit Beginn der Pandemie kaufen natürlich immer mehr Leute online ein. Somit ist der E-Commerce, der elektronische Handel, noch um einiges größer geworden, als hier auf dieser Studie zu sehen ist. Also unsere Studie bezieht sich auf die Periode vor Beginn der Covid-Pandemie. Ein Argument, das immer wieder vorgebracht wird, auch wenn man sich den globalen Handel anschaut, so sieht es eher so aus, als nimmt die Beschäftigung zu. Die Beschäftigung kann zunehmen aufgrund des demografischen Wachstums, des Wirtschaftswachstums. Es kann aber auch zu Kosten oder auf Kosten anderer Sektoren passieren. Die Entwicklung der Beschäftigung kann also erklärt werden durch die Wirtschaftsfaktoren plus E-Commerce, um ganz klar die Auswirkung des E-Commerce zu isolieren. Und die Frage, die wir hier ganz klar beantworten, ist, was passiert mit den Jobs in Europa, wenn die Verbraucher zunehmend online einkaufen?
Dolmetscher entschuldigt sich, aber die Akustik des Referenten ist nur sehr schwer handzuhaben. Sie sehen hier, dass es doch große Unterschiede gibt zwischen den unterschiedlichen Ländern. Was Sie hier auf der Tabelle sehen, ist die Elastizität, sprich, was ist die Auswirkung auf die Jobs, wenn es einen extra Prozentsatz Zuwachs an Online-Konsum gibt. Wenn Sie also einen extra Punkt Online-Verbrauch in Frankreich haben, dann reduziert das die Jobs im Einzelhandel um minus 0,2%. Man sieht, dass in manchen Ländern die Auswirkung positiv ist. Das gilt zum Beispiel für Italien. Der italienische Fall ist etwas eigenartig, weil Italien etwas hinterher ist und die zuvorigen Studien, die durchgeführt wurden in Europa, zeigten einen neutralen bzw. positiven Effekt. Ab dem Zeitpunkt, an dem der E-Commerce eine gewisse Reife erhält, was in Frankreich, Deutschland und Spanien der Fall ist, was übrigens auch die größten Märkte der EU sind, ab dem Zeitpunkt ist die Auswirkung dann negativ. Zusätzlich zu diesen länderspezifischen Unterschieden ist es auch so, dass die Unternehmer nicht alle gleich sind in diesem E-Commerce-Wettbewerb. Was immer wieder zu sehen ist, dass E-Commerce vor allem für KMUs negativ ist. Das gilt vor allem für die sehr kleinen Unternehmen, wie Einzelhandelsgeschäfte, aber auch für die mittelständischen Unternehmen ist die Auswirkung durchaus negativ. Eine positive Auswirkung gibt es lediglich auf große Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern. Es gibt also zunächst einmal eine negative Auswirkung, vor allem in den Ländern, in denen der E-Commerce bereits weit verbreitet ist. Abgesehen von dieser eher Makrovision auf Länderebene, lohnt es sich, wie gesagt, auch auf die Unternehmensgröße zu achten, aber auch auf die einzelnen Sektoren Wert zu legen. Und das haben wir auch im Detail getan. Und ich erteile jetzt auch Florence das Wort, damit sie uns unsere Ergebnisse präsentiert, die wir für Frankreich vorzuweisen haben, nach Unternehmensgröße und nach Sektor. Auf Grundlage dieser Zahlen haben wir die Anzahl der Jobs einschätzen können, die zerstört wurden durch E-Commerce während dieser Periode von 2009 bis 2018. Insgesamt ein Verlust von 114.000 Jobs im Nicht-Lebensmittel-Einzelhandel. Wie Sie hier auf der Tabelle sehen können, zeigt unsere Studie, dass diese Verluste sehr unterschiedlich sind, je nach Bereich, dass es aber auch große Unterschiede gibt, je nach Unternehmensgröße. Auf dieser Tabelle sehen Sie, dass vor allem im Bereich der Schuhe und der Kleider die Verluste sehr groß waren. Sie sehen aber ebenfalls, dass es hauptsächlich die kleinen Unternehmen waren, die aufgrund des E-Commerce gelitten haben. Wobei die großen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern eher davon profitiert haben. Gemäß Schätzungen hat das zu 121.000 Jobverlusten in den kleinen Unternehmen geführt, mit weniger als 20 Mitarbeitern. 9.000 Jobs sind verloren gegangen in den mittelgroßen Unternehmen mit 20 bis 249 Mitarbeitern, wobei der E-Commerce
die Schaffung von Jobs geführt hat, 16.000 in den Großunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern. Deswegen pro geschaffenen Job in einem Großunternehmen dank des E-Commerce wurden in etwa 6 in kleineren Unternehmen zerstört in dem Zeitraum von 2009 bis 2018. Wir haben das auch durchgeführt im Großhandel in Spanien und Deutschland, um hier ein paar Vergleiche auf europäischer Ebene anstellen zu können. Wie ich bereits sagte, 114.000 Jobverluste in Frankreich von 2009 bis 2018, also 17% der Beschäftigten dieser Branche, wobei es nur 3.000 Jobverluste in Deutschland gegeben hat, also 0,5% der Beschäftigten im Jahr 2019, aber 49.000 Jobverluste in Spanien. Was den Großhandel angeht, so hat die Digitalisierung dazu geführt, dass 33.000 Jobs im Großhandel kreiert worden sind während desselben Zeitraums. Wobei es in Deutschland 77.000 Jobs im Großhandel im Jahr 2018 verloren gegangen sind. Wenn man diese Zahlen zusammenaddiert, des Einzelhandels und Großhandels, haben Deutschland und Frankreich aufgrund des E-Commerce von 2009 bis 2019 in etwa 80.000 Jobs verloren. Also insgesamt Großhandel und Einzelhandel zusammen 80.000 verlorene Jobs in Frankreich und Deutschland. Spanien schneidet etwas besser ab, mit nur unter Anführungszeichen 43.000 verlorenen Stellen. Wir haben in dieser Studie aber auch Vorhersagen, die hier zu sehen sind. Sie sehen hier die 3 Länder, Frankreich, Deutschland und Spanien. Für diese Vorhersagen haben wir unsere Schätzungen verwendet mit meinem Vorredner. Und hierbei beobachten wir die Verbrauchsverhalten der Bevölkerungen dieser 3 Länder. Und die Altersgruppen, die wir hier herangezogen haben, waren hauptsächlich 25- bis 50-Jährige, also 25 bis 34 und 35 bis 44. Wir gehen natürlich davon aus, dass es zunehmend Online-Einkäufe geben wird. %60 aller europäischen Bürgerinnen und Bürger hätten mindestens 2018 ein Produkt oder eine Dienstleistung online gekauft. Das gilt also für alle unter 60-Jährige. Gut, die älteren Mitmenschen neigen vielleicht weniger oft dazu, online einzukaufen. 60% aller europäischen Bürger. Wenn sich dieses Online-Verbrauchsverhalten fortsetzt in der Bevölkerung, kann man davon ausgehen, dass das zu weiteren Jobverlusten führen wird. Natürlich aufgrund der Entwicklung der zunehmenden Online-Einkäufe. In diesem ersten Szenario sehen Sie, wie es um die Stellenverluste stehen wird. 46.000 zerstörte Jobs in Frankreich in einem optimistischen Szenario, über 90.000 in Deutschland und über 100.000 in Spanien. In einem zweiten Szenario, wo man davon ausgeht,
dass das Online-Verbrauchsverhalten noch ausgeprägter sein würde, wären die Auswirkungen noch größer in Frankreich und Deutschland mit 87.000 zerstörten Jobs in Frankreich, hauptsächlich auch natürlich zurückzuführen auf Jobverluste im Einzelhandelsgeschäft natürlich und in Spanien über 100.000 verlorene Jobs. So, hoffentlich habe ich jetzt die ganzen wichtigsten Zahlen präsentiert. Wir haben auch ein paar Schätzungen angestrengt für den Dienstleistungssektor. Können Sie alles im Bericht nachlesen, aber ich habe jetzt nicht ausreichend Redezeit, um diese zu präsentieren. So, Anno, möchtest du noch etwas hinzufügen? Im E-Commerce gibt es natürlich die Riesen wie Amazon. Es gibt aber auch Booking oder Airbnb oder Online-Banken, die auch andere physischen Dienstleistungsanbieter in unserer Wirtschaft bedrohen. Deswegen wurden diese auch hier mit aufgenommen. Ich gebe das Wort zurück an Leila, damit wir mit der Tagesordnung weitermachen können. Bien, merci. Oh, madame. Ouais. Merci à tous les deux pour cette présentation. Vielen Dank für diese sehr zusammengefasste Präsentation dieser Studie. Und ich möchte auch nochmal allen mitteilen, die uns heute zusehen, wenn sie es im Detail lesen wollen, dann können Sie das unter anderem auf meiner Webseite lelachabi.fr finden Sie diese Webseite, diese Studie wieder. Die ist dort vollständig verfügbar. Wir haben uns in dieser Präsentation auf die Situation in Deutschland, Frankreich und Spanien konzentriert. Und gerade zu Spanien können wir sehen, dass die Prognose äußerst dramatisch ist. Man hat uns gerade berichtet, dass bis zu 152.000 verlorenen Arbeitsplätzen kommen wird. Und da haben wir auch meine Kollegin Maria Rosaria Esperber, die auf der Liste Podemos gewählt wurde, mit der ich auch gemeinsam im Ausschuss für Beschäftigung und Soziales sitze. Und sie hat auch teilgenommen an den internationalen Arbeiter- und Arbeiterinnenanhörungen. Und ich möchte Maria Henja jetzt bitten, das Wort zu ergreifen, um uns mehr zu sagen zur Situation in Spanien, da wo es eine wirklich sehr, sehr drastische Krise gibt und wo sich die Auswirkungen der Pandemie sehr stark spüren lassen auf dem Arbeitsmarkt. Vielen Dank, Maria Renia, und nochmal vielen Dank für deine Teilnahme. Oye bien, Leila, ahora? Sí, ahora okay. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Felicitarte por el... Dank. Zunächst einmal möchte ich gratulieren zu dieser hervorragenden Studie, zu diesen wichtigen Bemühungen, die Sie auf sich genommen haben. Wir begrüßen diese Studie zutiefst in Spanien. Das ist sehr, sehr wichtig. Sie liegt auf dem Schreibtisch im Arbeitsministerium direkt vor. Und wie Sie wissen, untersteht das Arbeitsministerium Unidas Podemos, also unserer Partei. Und dort wird sehr aufmerksam beobachtet, wie sich die Dinge entwickeln für die Arbeitnehmer bei Plattformen und insbesondere natürlich auch insbesondere die Arbeiter bei Amazon. Und der E-Commerce, der Onlinehandel, wie es schon so klar erwähnt wurde, hat viele Arbeitsplätze zerstört, ist letzten Endes ein Negativfaktor bei der Entwicklung der Arbeitsplätze. Und wir haben miterleben müssen, wie 43.000 Arbeitsplätze zerstört wurden. Und es könnte bis zu 120 oder 152.000 eingebüßten Arbeitsplätzen bis 2028 kommen. Es ist eine dramatische Situation, eine komplizierte Situation.
Und wir wissen, dass KMUs, kleine Geschäfte im Einzelhandel, große Schwierigkeiten haben durch die Pandemie. Und die Auswirkungen des E-Commerce gleichzeitig auch leiden müssen. Die Situation in Spanien ist sehr, sehr schwierig auf dem Arbeitsmarkt, wo wir vor allen Dingen, weil wir auch sehr abhängig waren vom Tourismussektor, und der ist natürlich auch sehr schwer von der aktuellen Situation betroffen, beziehungsweise findet de facto nicht statt. Und wir haben einen großen Aufschwung im Onlinehandel, wie sich hier auch klar in der Studie zeigt. Das wirkt sich auch auf das Arbeitsmodell aus. Es wird noch dramatischer werden im Vergleich zu den Zahlen, als es in Frankreich oder Deutschland der Fall ist. Die Arbeitslosigkeit und die Jugendarbeitslosigkeit insbesondere ist in Spanien deutlich höher als im EU-Durchschnitt. Und die Arbeitsbedingungen sind ebenfalls negativer. Wir haben auch eine Arbeitsreform erlebt unter der PP, die schreckliche Auswirkungen hat. Sehr geringe Löhne, sehr geringer Anteil an gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern. Wir haben erlebt, dass die Pandemie grauenvolle Auswirkungen hatten auf die Hauptsektoren unserer Wirtschaft, insbesondere der Dienstleistungssektor und der Tourismussektor. Das heißt, wir mussten hier politische Maßnahmen einführen durch das Arbeitsministerium. Wir hätten 20% Arbeitslosigkeit erreicht. Wir haben Kurzzeitarbeitslosigkeitslösungen finden können, um so die Arbeitslosenrate etwas geringer zu halten. Es ist durch den aktuellen Kontext eine furchtbare Situation, aber wir haben auch strukturelle Probleme, unabhängig davon. Unser Arbeitsmodell strukturell hat viele Schwachstellen, viele Probleme. Und wir sehen, dass bei Amazon in Spanien die Anzahl der Arbeiter von 7.000 auf 12.000 aufgestockt wurde. Also 12.000 neue Arbeitsplätze. Das bringt aber große Risiken und Gefahren mit sich. Die Arbeitsbedingungen und die Behandlung dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind wirklich ganz, ganz schlecht. Dieses Unternehmen hat eine Monopolposition in seinem Sektor und wir sehen, dass es hier auch eine schreckliche Steuerpolitik bei diesem Unternehmen gibt. Um nochmal mehr auf die Arbeitsbedingungen einzugehen, ich werde mich kurz fassen, wir haben nur sehr wenig Zeit. Die stellen Arbeiter und Arbeiterinnen ein. Und wir haben feststellen müssen, dass es dort Inspektionen gibt, dass 4.000 der Personen, die dort angestellt waren, Scheinselbstständige waren, die oft anderen Unternehmen des Konzerns angehörten, wie es auch bei Uber zum Beispiel der Fall ist, und da dass einfach nicht die Löhne gezahlt werden, die sie gezahlt werden müssen, und dass auch nicht die Beiträge in die staatliche soziale Sicherheit gezahlt werden, die gezahlt werden müssten vom Arbeitgeber. Und die Arbeitnehmer haben verschiedene Streiks organisiert, daran teilgenommen, und da wird auch wirklich brutal und aktiv gegen die Gewerkschaften vorgegangen. Und man geht gegen Arbeiterinnen und Arbeiter vor, die versuchen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, an Gewerkschaftsbewegungen teilnehmen. Sie sind gegen die Tarifverträge vorgegangen in Spanien. Und es gibt an 13 Standorten in Spanien keinen Betriebsrat, was bei einem Unternehmen dieser Größe etwas nie Dagewesenes ist. Absolut nie da gewesen. Und wir haben versucht, das auch in der Kampagne, die Leila gefördert hat, anzugehen. Und wir haben festgestellt, dass es da kaum Möglichkeiten gibt, überhaupt Zugang zu den verschiedenen Standorten San Fernando zum Beispiel zu bekommen. Da wo dann zum Beispiel auch der Tarifvertrag nicht umgesetzt worden ist. Es gab einen Mangel an sozialer Abdeckung und auch große Probleme einfach mit unzureichenden Gehältern. Und in der Pandemie wollten sie auch die Einrichtungen nicht mal zeitweise schließen, um sie zu desinfizieren. Das ist natürlich gefährlich, die Gesundheit sowohl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch die der Kunden. Und es ging ja auch nicht nur um essentielle, um grundlegende wichtige Produkte wie Lebensmittel und pharmazeutische Produkte. Sie haben ihre Preise reduziert und haben das über ein betrügerisches Arbeitsmodell, Beschäftigungsmodell mit furchtbaren Arbeitsbedingungen und Mobbing gegen ihre eigenen Arbeitnehmer finanziert und organisiert. Sie gefährden die Gesundheit aller ihrer Arbeitnehmer, und das
führt zu einer wirklich furchtbaren Situation. Das ist wirklich kognitiver Kapitalismus. Die Daten ihrer Arbeitnehmer werden kontrolliert und kommerziell und politisch verwendet und instrumentalisiert. Und die Gehälter, die Löhne wurden gesenkt, drastisch gesenkt, bis hin zu 10%. Die Arbeitsbedingungen und Arbeitsverträge sind alle extrem prekär, kurzfristig. Und dann gibt es dann hier auch wieder eine Kluft zwischen den Löhnen der Geschlechter. Und dann sprechen wir hier oft über männliche Arbeitnehmer. Dann gibt es eine Einführung der Robotisierung, der Automatisierung, was diese Arbeitsplätze noch prekärer und gefährdeter macht. Dazu kommt noch, dass im Zuge der Pandemie wir hier wirklich eine große Gefährdung der Gesundheit der Arbeitnehmer erleben mussten, weil hier einfach das Geld über die Gesundheit der Arbeitnehmer gestellt wurde. Und die Gesamtsumme an Steuern, die von einem Konzern wie Amazon gestellt wird, ist absolut absurd, weil alle Profite in Luxemburg abgesetzt werden, wo sie weniger zahlen, weniger Steuern zahlen. Und die OECD hat gesagt, wir müssen unbedingt digitale Steuern einführen. Das ist auch genau das, was wir in Spanien tun wollen. Und es sollte eine neue Steuer geben, die im Frühjahr beginnen wird. Und zwar eine 10%ige Steuer für digitale Konzerne wie Amazon. Abschließend, diese Studie zeigt, dass Amazon eine große Gefahr für Arbeitnehmer und Arbeitnehmer ist, für den Sektor und in Wirklichkeit keine Mehrwert bietet, keine positiven Auswirkungen für die Gesellschaft hat. Wir müssen uns organisieren. Und zwar so, dass wir diese auch zur Rechenschaft ziehen können. Vielen Dank, Leila, für deine hervorragende Arbeit. Ich muss jetzt hier leider einen Zug nehmen. Das heißt, ich werde nicht für weitere Fragen zur Verfügung stehen. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie mit Unidas Podemos und mit unseren Arbeiterinnen und Arbeitern zusammengearbeitet haben und dass Sie uns hier ermöglicht haben, Zeugen zu werden dessen, was passiert. Leila weiß, dass wir mit dem Arbeitsministerium in Kontakt stehen und dass das Arbeitsministerium hier ernsthaft die Schlussfolgerung dieser Studie betrachtet. Danke. Merci beaucoup à toi, Maria Eugenia. Danke, Maria Eugenia. Ein großes Dankeschön für diesen Beitrag, der wirklich zeigt, wie Amazon die Beschäftigung zerstört, aber auch die Arbeiter zerstört und die Arbeit an und für sich zerstört. Vielen Dank. Du hattest uns ja gewarnt, dass du einen Zug erwischen musst. Bis sehr bald und wir zählen auf dich im Kampf gegen Amazon. Jetzt erteile ich einer polnischen Amazon-Arbeiterin das Wort, Magda Malinowska. Sie hat an den Anhörungen teilgenommen, die wir organisiert haben. Sie gehört auch einem internationalen Amazon-Arbeiternetzwerk an. Es ist wirklich interessant zu sehen, dass Amazon auf allen Ebenen versucht, die Arbeiter klein zu machen. Und um dagegen anzukämpfen, haben wir gesehen, dass immer mehr Netzwerke entstehen. Auch wenn bei Amazon alles getan wird, um dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeiter nicht miteinander reden. Nichtsdestotrotz wurde ein Netzwerk kreiert unter Menschen, die nicht unbedingt dieselbe Sprache reden. Magda Malinowska arbeitet in Poznan in Polen und sie gehört diesem internationalen Netzwerk an. Und sie wird uns mehr über das tägliche Leben in den Lagern erzählen, wie die Arbeit organisiert wird. Magda, ich erteile Ihnen das Wort und danke Ihnen jetzt schon für Ihre Wortmeldung. Ein herzliches Willkommen. Ich bin Magda Malinowska und ich begrüße Sie im Namen der Oginacza Pratowiczka, unserer Gewerkschaft, aber auch im Namen unseres internationalen Netzwerkes, Amazon Workers International, so heißt unser Netzwerk. Ich komme aus Polen und in Polen haben wir nur sehr wenig Erfahrung
in Bezug auf den Verschwinden von Arbeitsplätzen, trotz aller Vorhersagen. Die polnische Amazon-Webseite existiert auch nicht. Wir bedienen hier in Polen im Grunde den deutschen Markt. Und E-Commerce ermöglicht so etwas. Und das hat natürlich auch eine negative Auswirkung auf die Arbeitsbedingungen. Amazon macht Lager in Polen auf. Und das wiederum hat Folgen nicht nur in Polen, sondern auch in Deutschland, wie wir wissen. Weil die Güter dann zwischen unseren Lagern verschickt werden. Und wenn zum Beispiel die deutschen Arbeiter streiken, dann werden die Produkte in die Lager nach Polen verschickt und von dort aus vertrieben. Amazon ist immer bemüht, unsere Organisation zu hindern, setzt auch Technologien ein. Sicher Technologien dienen dazu, uns zu kontrollieren, uns zu überwachen und sogar um sicherzustellen, dass die Arbeiter untereinander einen physischen Abstand halten. Amazon schafft auch neue Standards. In Bezug auf die Gewerkschaften, Arbeiter, aber auch in Bezug auf den Arbeitgeber. Und damit können wir ganz sicherlich nicht einverstanden sein. Deswegen haben wir uns in diesen Lagern in Polen auch organisiert. Und wir versuchen hier, Positives zu bewirken, tun uns aber schwer, weil Amazon einfach so ein Riesenunternehmen ist. Wir bei Amazon spüren es natürlich nicht, dass der Einzelhandel unter Amazons Geschäften leidet. Wir haben auch den Eindruck, dass es in kleinen Geschäften vielleicht noch schwerer ist, sich zu organisieren als bei Amazon. Wir wissen, dass es viele Länder dieser Welt gibt, wo die Arbeitsbedingungen sich ähneln. Aber natürlich versucht Amazon, die Unterschiede auszunutzen, um uns als Arbeiter zu schwächen. Gleichzeitig aber haben wir eben dieses Netzwerk ins Leben gerufen, wodurch wir wirklich die Möglichkeit haben, uns selbst zu organisieren, länderübergreifend, damit wir uns für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen können. Und die Möglichkeit, uns international zu organisieren, haben wir während der Pandemie versucht auszunutzen. Und es ist ja auch so, dass während der Pandemie sich einiges geändert hat, auch unsere Arbeitsbedingungen. Nicht nur, was die Arbeitsorganisation angeht. Ebenfalls verändert hat sich die Beziehung zwischen uns und dem Unternehmen, vor allem aufgrund der Proteste in Frankreich, aber auch aufgrund des Gerichtsverfahrens in Bezug auf die fehlende Unterrichtung und Anhörung über die veränderte Arbeitsorganisation. Es hat sich also vieles verändert. Während der Pandemie haben wir verstanden, dass auch der virtuelle Kontakt unglaublich wichtig ist. Nicht nur zwischen den Lagern in Europa, es hat auch einen Informationsaustausch zwischen uns in den USA gegeben. Und auch das war eine unglaublich bereichernde Erfahrung. Dadurch konnten wir das Unternehmen dazu zwingen,
unsere Forderungen ernst zu nehmen. Amazon kann uns heute nicht mehr ignorieren und muss gewisse Veränderungen einführen. Die Messung der Körpertemperatur der Arbeiter ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert. Wir haben es geschafft, eine der wichtigsten Forderungen der Arbeiter durchzusetzen. Und das ist die sogenannte Bewertung der Effektivität und der Entlassung von Arbeitern, die diese Ziele nicht erreichen. Eine Riesenerrungenschaft, die wir nun seit letztem Jahr bei uns eingeführt haben. Diese negativen Punkte, die also dazu führen könnten, dass man den Job verliert, gibt es nicht mehr. Sie wollten ja, dass wir immer schneller arbeiten, aber wir haben es geschafft, diesen Trend zu stoppen und ihn zu blockieren. Und jetzt wird auf Grundlage der Effektivität bei Amazon nicht mehr bewertet. Natürlich versuchen sie immer neue Methoden zu finden, um uns zu zwingen, effektiver zu arbeiten. Aber wir tauschen auch da Informationen zwischen den Ländern aus, um genau zu sehen, wie sie vorgehen. Aber diese Effizienz- oder Effektivitätsregeln können nicht mehr verwendet werden, um Menschen bei uns zu entlassen. Wir haben es auch geschafft, einen höheren Stundenlohn während der Pandemie durchzusetzen. Natürlich ist nicht alles wunderschön, ganz klar nicht. Amazon nutzt die Ungleichheiten der verschiedenen Länder aus. Und in Polen haben wir zum Beispiel keine reguläre Lohnsteigerung erhalten. Trotz der Tatsache, dass Amazon ja vor allem während der Pandemie unglaubliche Gewinne verzeichnet hat. Unser Lohn wurde nicht erhöht. Weil Amazon das auf Grundlage der Daten der Regionen ausrechnet und der Beschäftigungszahl in den einzelnen Regionen. Man schaut sich also den Durchschnittslohn der Region an, in der das Lager aufgemacht wird. Und das verwenden sie als Argument, um unsere Löhne nicht zu erhöhen. Und dagegen protestieren wir, weil wir Einfluss ausüben wollen auf die Arbeitsorganisation, aber ebenfalls auf die Löhne und Gehälter. Wenn man die Löhne festlegt auf Grundlage des Durchschnittslohnes einer Region, ja, dann unterstreicht es doch im Grunde die Ungleichheiten noch mehr. Und unsere Freunde aus Deutschland wissen, dass wir nicht dieselben Löhne wie sie erzielen werden. Aber auch ihre Situation könnte sich verschlechtern. Deswegen sind wir immer bemüht, zusammenzuarbeiten. Und sollte Amazon in neue Länder eindringen, werden wir auch uns da einsetzen für faire Löhne, weil sich das ja letztendlich auch auf uns alle auswirkt. Ich stelle fest, dass ich am Ende meiner Redezeit angekommen bin. Eine Sache noch. Einer unserer Manager sagte mal was Lustiges. Vielleicht zahlt Amazon nicht besonders viel, aber es bringt den Arbeitern, vor allem den Neuen, bei, wie sie arbeiten sollten. Für unsere Manager ist das ein Mehrwert, wenn man so will. Ein Mehrwert der Beschäftigung bei Amazon. Dass Amazon Arbeiter dressiert, dass sie also zur Arbeit gehen, egal wo, dass sie immer hart arbeiten und dass sie sich daran gewöhnen, dass sie beobachtet und kontrolliert werden.
Das wirkt sich natürlich auch auf unser Privatleben aus und dagegen müssen wir angehen. Und wir zählen auch auf Ihre Unterstützung in diesem Kampf. Und wir sind ja hier unter gleichgesinnten Menschen und auch einigen, die im Europäischen Parlament reden können. Und die große Frage, die ich mir stelle, ist, wie Sie die Arbeiter in den unterschiedlichen Ländern unterstützen können, die für dasselbe Unternehmen arbeiten. Sich aber nicht auf dieselben Arbeitsgesetze stützen können. Das ist die Frage. Wie können internationale Arbeitsstandards aufrechterhalten werden? Sodass die Gewerkschaften hier Hilfe leisten können. Gäbe es hier einige Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die uns helfen würden, wüssten wir das sehr zu schätzen. Vielen Dank. Merci beaucoup Magda. On voit bien à quel point il est important de créer. Vielen Dank, Magda. Wir sehen natürlich, wie wichtig es ist, Verbindungen herzustellen zwischen den Arbeitnehmern auf internationaler Ebene. Und das kann in der Tat eine Reaktion auf das Amazon-System sein. Wie Magda schon sagte, hier die Lagerhäuser, die in Polen sind, haben ja nicht nur den Zweck, Polen zu beliefern und Menschen, die in Polen wohnen, muss man auf die Webseite von Amazon.de gehen. Aber und die polnischen Lagerhäuser bedienen auch den kompletten deutschen Markt. Und da findet durchaus soziales Dumping statt, einfach weil die Gehälter in Polen niedriger sind als in Deutschland. Amazon hat verstanden, wie sehr man die Arbeiter voneinander abgrenzen muss, damit sie nicht miteinander sprechen. Und das ist ein ganz, ganz klares Beispiel dafür, das wirklich sehr deutlich illustriert, wie man dagegen vorgehen kann, dass man hier eben diese Trennungen wieder abbaut. Und wir haben bei den Anhörungen auch die Möglichkeit gehabt, hier Konfrontationen zu organisieren. Zu allem, was aus unseren Anhörungen hervorgegangen ist, dass es eine direkte Konfrontation gab im Europäischen Parlament mit dem Direktor von Amazon Europa. Das ist eine Idee, die wir nach wie vor verfolgen. Wir sind eigentlich der Ansicht, dass es deutlich mehr Sinn macht, das in physischer Präsenz zu machen als über Zoom. Und das heißt, sobald die Pandemiesituation das erlaubt, werden wir diesen Art Termin organisieren, damit es eine direkte Konfrontation geben wird zwischen den Arbeiterinnen und Arbeitern bei Amazon und dem europäischen Management und das im Europäischen Parlament. Und damit möchte ich nun Alma Dufour das Wort erteilen. Alma Dufour ist Französin, sie ist verantwortlich für die Amazon-Kampagne für Les Amis de la Terre, die Freunde der Erde. Und ist zuständig für alle Fragen bezüglich Amazon, ob es jetzt Tiermobilisierung gegen die Einrichtung eines neuen Lagerhauses geht und jede Form von Initiativen gegen den Giganten Amazon, Umweltfragen hauptsächlich. Und sie ist hier wirklich eine Galionsfigur der Mobilisierung gegen Amazon. Ich möchte Alma bitten, unsere Situation in Frankreich darzulegen und wie die Situation auch in Verbindung steht mit den Entscheidungen der Regierung Macron, die ja Amazon gegenüber wirklich den roten Teppich ausgerollt hat. Und ich möchte dich auch bitten, eine Mobilisierung zu sagen, in der du ja sehr aktiv beteiligt bist. Vielen Dank, Laila. Guten Abend Ihnen allen. Ich würde versuchen, nicht zu schnell zu sprechen, damit die Dolmetscher auch folgen können. Und in der Tat ist es sehr interessant, was wir in dieser Studie gesehen haben und wie sich das auf die politische Analyse zum Beispiel in Spanien auswirkt. Und das scheint hier ein Wirtschaftsphänomen zu sein, das einfach durch das Voranschreiten der Welt auf sich auswirkt. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern es ist die Auswirkung der neuen Technologien, eines Generationenwechsels und der besonderen Situation, in der wir uns zurzeit befinden. Aber diese Dominanz des E-Commerce ist eben nicht ausschließlich
mit den neuen Technologien und neuen Verbrauchsmodellen verbunden, sondern es geht auch um eine Verzerrung des steuerlichen Wettbewerbs, die von den Regierungen hier toleriert, wenn nicht sogar mitgetragen wird von den Mitgliedstaaten Europas, insbesondere Frankreichs hier. Und das muss ich hier immer ganz klar betonen. Und da muss ich erstmal Bilanz ziehen, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Der E-Commerce ist in Frankreich einer sehr großen Verzerrung des Marktes unterworfen. Da geht es zuerst einmal um die Einrichtung der Lagerhäuser, denen es auf wundersame Art und Weise gelungen ist, hier einigen Bedingungen zu umgehen, die normalerweise erfüllt werden müssen für die Einrichtung von Lagerhäusern und Betriebsstätten. Was für jedes Industriegebiet zum Beispiel in Frankreich, wenn man zum Beispiel ein Einkaufszentrum bauen will, dann braucht man dafür ganz bestimmte Genehmigungen. Man kann nicht einfach egal wohin ein Casino oder etwas bauen. Man braucht diese Genehmigung und irgendwie hat es Amazon geschafft, hier sich durch die Lücken in unserer Gesetzgebung einzuschleichen und diese Lagerhäuser an Orten einzusiedeln, wo das eigentlich gar nicht hätte möglich sein sollen. Aber das ist der kleinere Teil. Der größere Teil ist die Steuerfrage und auch der Verkauf zu Verlustpreisen. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn man an Produktivität gewinnt, sollte man dann nicht einfach die Arbeitszeit senken? Das wirkt sich dann natürlich auch nicht unbedingt auf die Anzahl der Arbeitsplätze aus. Wenn man die Arbeitszeit senkt, können dadurch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist eine Überlegung, die in der Tat gemacht werden sollte. Aber es gibt zum Beispiel auch diese Verkauf zu Verlustpreisen. Das Amazon ist teilweise ein nicht rentables Modell. Dessen sind sich die Leute gar nicht bewusster. Amazon hat über Jahre hinweg seinen Aktionären keine Dividenden ausgezahlt. Keine. Und die haben wirklich einen Blankoscheck von Wall Street bekommen, dadurch, dass sie zu Verlustpreisen verkaufen konnten, ihre komplette Konkurrenz zu demolieren, zu zerstören. Durch diese Techniken, durch dieses komplette Konzept vom Verkauf zu Preisen, zu denen sie Verlust machen, nur um sich ihrer Konkurrenz zu entledigen, aller Wettbewerber zu entledigen. Und der E-Commerce über diese digitalen Plattformen und über die verschiedenen Unternehmen, die da bestehen. Und die betreiben alle seit Jahren Steuerbetrug. Und deswegen werden die Leute sich auch an, werden E-Commerce, wird auf dem E-Commerce gekauft. Nicht, weil man sich gerne liefern lässt, sondern weil es 20% billiger ist, weil hier Mehrwertsteuerbetrug begangen wird. Und dann erlaubt man einem Unternehmen wie Amazon ein Quasi-Monopol aufzubauen in Frankreich und das auf Basis von generalisiertem Betrug. Mehrwertsteuerbetrug, immer wieder. Und wo dann auch nicht nur der Mehrwertsteuer, sondern auch bei den Sozialbeihilfezahlungen und dergleichen einfach alles das gemacht wird und das trotz eines Haushaltsdefizits, wo die bei korrekter Steuerzahlung das natürlich sehr helfen würde. Jetzt ist die Regierung zumindest informiert über den Mehrwertsteuerbetrug und natürlich sind sie auch informiert über unsere Studie, über diese Studie zur Zerstörung von Arbeitsplätzen. Das ist irgendwo in der Schublade im Schreibtisch von Bruno Le Maire verschwunden, vermutlich. Und da wird Amazon weiter begünstigt, auch im neuen Klimaschutzgesetz. Der physische Einzelhandel ist komplett in die Knie gegangen. Nicht nur durch die Entwicklung der letzten Jahre, sondern natürlich auch vor allen Dingen durch den Lockdown. Und was hier gemacht werden sollte, wäre ein Moratorium für neue Gewerbegebiete. Und das besteht für physische Geschäfte, aber eben nicht für den E-Commerce, für den Online-Handel. Und das fördert die Position Amazons natürlich noch weiter. Und wenn Sie ein Geschäft wie zum Beispiel Zara sehen, wo die 1500 Geschäfte weltweit geschlossen haben, Gap hat bereits beschlossen, seine Geschäfte in Europa zu schließen, in großer Anzahl. Und dann werden die Geschäfte geschlossen, aber man kann natürlich auf Landwirtschaftsflächen Lagerhäuser aufbauen für Onlinehandel anscheinend in Frankreich. Und das sind politische Entscheidungen, die da den Märkten ein absolut klares und wirklich grauenvolles Signal senden. Und da, wenn da signalisiert wird, dass Mehrwertsteuerbetrug toleriert wird,
Und Amazon genau das Gegenteil von allem tut, was gut für die Gesellschaft wäre und das von der Regierung einfach toleriert wird. Wir sind hier also in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und das aus ganz verschiedenen Gründen. Erstmal gibt es diese Ideologie, wo man in einer sehr liberalen Regierung grundsätzlich pro Technologie eingestellt ist und alles, was digital ist, ist also Fortschritt. Das heißt, Amazon wird als Pionier, als Vorreiter des Fortschritts gesehen. Dabei ist das nichts anderes als moderne Sklaverei. Und dieses Konzept, dass alles, was neue Technologie ist, gut ist, ist eine Ideologie, die sich da leider sehr stark bei der Regierung eingesetzt hat. Und das geht immer noch darüber hinaus. Das ist nicht der einzige Grund. Sondern sie bringen gerade wirklich den kompletten Einzelhandel gegen sich auf. 2 Millionen Arbeitsplätze in Frankreich, das ist nicht nichts, das ist schon ein wenig komplizierter in dieser sozialen Krise. Und was wir dem entnehmen können, ist, dass es da eine Art Pakt mit dem Teufel gegeben hat zwischen der Regierung und Amazon, weil Amazon sich auch in Gebieten ansiedelt, wo Fabriken schließen und die treten dann als der große Ritter auf. Die Bosch-Fabrik hat geschlossen, das Autowerk hat geschlossen, das Kraftwerk hat geschlossen, was auch immer und dann kommt Amazon und stellt sich als den großen Retter dar. Und dann ist die Regierung auf lokaler und nationaler Ebene natürlich sehr motiviert, das hier alles schnell durchzuwinken, anstatt hier einen wirklichen Industrieplan für Frankreich aufzubauen. Und dann wird hier Industrie durch Amazon, aber Amazon produziert nichts, Amazon verkauft nur. Das hat also mit der Industrie gar nichts zu tun. Und das ist auch das größte börsennotierte Unternehmen der ganzen Welt. Da steht Wall Street hinter, da steht sehr, sehr viel hinter. Und da muss man auch wirklich die verschiedenen Interessenkonflikte berücksichtigen. Da muss man sich wirklich bewusst sein, um wen es eigentlich geht, wenn man über Amazon spricht. Und da kommt natürlich auch die geopolitische Überlegung ins Spiel. Es ist da das größte börsennotierte amerikanische Unternehmen. Dann haben Sie Alibaba, das größte börsennotierte chinesische Unternehmen. Und dann sollte man eigentlich versuchen, hier, und in Europa werden die eigenen Vorreiter hier überhaupt nicht unterstützt, sondern deren Businessmodelle werden sogar zerstört. Das führt zu einer sehr angespannten Situation. Und bei uns ist es dann so, wir natürlich dafür sorgen wollen, dass hier für alle die gleichen Regeln gelten und dass das Moratorium gegen neue Einrichtungen, gegen neue Einrichtungen von Gewerbegebieten, gewerblichen Einrichtungen eben auch für die Lagerhäuser von den Online-Händlern gehen soll. Wie das zum Beispiel auch die spanische Europaparlamentsabgeordnete auch gesagt hat, dass wir zumindest die Sachen ein wenig in Bewegung kommen bei der spanischen Regierung, weil wir brauchen da wirklich Verbündete, wir brauchen Koalitionen, um auf diesem Niveau arbeiten zu können, gegen Amazon vorgehen zu können. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir eben koordiniert, aber auch auf lokaler Ebene vorgehen. Ich habe hier das Wort Mobilisierung verwendet. Jeder Kampf muss lokal ausgefochten werden, bei jedem Projekt. Und das ist natürlich sehr mühsam, sehr aufwendig gegen die Einrichtung eines jeden Lagerhauses. Aber was hier sehr interessant ist, ist, dass diese Kämpfe es ermöglichen, Leute zusammenzubringen, die sonst überhaupt nicht miteinander sprechen. Umweltschützer, Gewerkschafter, Kleinunternehmer und der Einzelhandel, die man sonst niemals an einen Tisch bekommen könnte. Politisch ist das unglaublich interessant. Weil das dann auch eine neue Zustellung der politischen Identität in der Globalisierung mit sich bringt, wo man dann die gemeinsamen Interessen und das gemeinsame Feindbild eine andere Kommunikation ermöglichen. Das wäre vor 10 Jahren so nie denkbar gewesen. Und so sind wir jetzt in einer Situation, dass wir wirklich hier auf verschiedenen Ebenen kämpfen, natürlich auch auf der Ebene der Justiz. Das ist der erste und beste Weg, dass wir hier uns an die Justiz wenden müssen, wenn die Regierung nicht reagiert. Es sind viele Demonstrationen organisiert worden, denn die öffentliche Meinung ist auch sehr wichtig. Wir können uns hier nicht ausschließlich auf die Justiz verlassen, um gegen Amazon zu kämpfen. Dann möchte ich auch erwähnen, dass das natürlich dieser Kampf, wie gesagt, zum Beispiel diejenigen von Notre-Dame-de-Lande, das ist ein großes Flughafenprojekt, für die, die es nicht wissen sollten, das aufgegeben wurde durch eine Besetzung. Das also praktisch 50 Jahre lang ist dieses Grundstück besetzt geblieben. Dann haben sie die kleinen Einzelhandel und die Gewerkschaften der Linken und all das ist wirklich zusammengekommen. Und im Elsass ist es sogar gelungen, Amazon
auf die Knie zu bringen. Die haben dort selbst ein Projekt aufgegeben, weil der Widerstand so stark war. Sie haben sich dann wieder von diesem Projekt zurückgezogen. Das ist natürlich nicht ausreichend. Wir brauchen Gesetze dazu. Wir können nicht 20 Jahre lang gegen alles demonstrieren. Aber auf der lokalen Ebene, wenn wir den Kampf aufrechterhalten und hier auch immer die öffentliche Meinung beeinflussen und auf unsere Seite bringen, dann haben wir die Möglichkeit, hier auch Bewusstseinsbildung zu betreiben bei den Bürgern in der Gesellschaft. Und das ist sehr, sehr wichtig, damit die Menschen im Lockdown auch verstehen, selbst wenn sie nicht damit aufhören, bei Amazon zu kaufen in der aktuellen Situation, dann werden sie sich zumindest bewusst, wie grauenvoll die Arbeitsbedingungen bei Amazon sind und wie sich das auch auf die Gesellschaft, auf die Arbeitsplätze auswirkt. Das ist natürlich sehr wichtig, dass wir damit unsere Arbeit auch weitermachen. Ich denke, ich habe lang genug gesprochen. Ich werde damit also aufhören. Vielen Dank. Vielen Dank, Alma, für diese Beschreibung der Aktivitäten in Frankreich. Sie haben auch den politischen Zusammenhang sehr gut erklärt, sowie den Mehrwertsteuerbetrug. Dazu hat es auch Fragen im Chat gegeben. Wir haben also jetzt gesehen, wie auf nationaler Ebene mobilisiert werden kann. Sehr wichtig ist natürlich auch die internationale Ebene. Wir haben ja zuvor schon gehört, dass es hier eine Koalition gibt, die unterschiedliche Akteure zusammenführt. Und Nick Rudikoff ist sehr, sehr aktiv in dieser internationalen Koalition gegen Amazon und das in seiner Gewerkschaft, die UniGlobal heißt. Er wird uns mehr über die internationale Sachlage im Bereich der Mobilisierung gegen Amazon erzählen. Nick, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Laila, und hallo. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Und ich werde Ihnen eine PowerPoint-Präsentation anzeigen. Ich gehöre UniGlobal Union an. Wir sind die globale Gewerkschaft für den Dienstleistungssektor in der Welt. Amazon berührt also unsere Schlüsselbranchen. Dazu gehört der Handel, die Post und Logistik, aber auch das Internet und die Telekommunikation. So, dazu gehören die Tech-Mitarbeiter, aber auch die Callcenter-Mitarbeiter. Herzlichen Glückwunsch an die Autoren dieser Studie. Und ich möchte vielleicht noch erklären, aus unserer Warte, wie Amazon sowohl Jobs zerstört als auch entwürdigt. Ich beginne sofort mit meiner PowerPoint-Präsentation. Es wurde bereits erwähnt, dass Amazon ein unglaubliches Jahr hatte aufgrund der Pandemie. Ein rekordträchtiges und historisches Jahr. Aber so sah es noch vor der Pandemie aus. Das ist Amazons Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung der größten Retailer der Welt. Das widerspiegelt den Enthusiasmus der Anleger vis-à-vis Amazon auf Grundlage seiner dominanten Position im E-Commerce, in den Web-Services. Dann kam es also zur Pandemie und wie Laila und andere bereits erwähnt haben, hat sich der Aktienkurs von Amazon sehr positiv entwickelt. Das ist die aktuelle Lage. Amazons Marktkapitalisierung hat sich im Grunde verdoppelt. Europa ist vielen anderen noch hinterher. Wenn man sich die E-Commerce-Penetration anschaut, so gibt es noch unglaubliches Wachstum, das in ganz Europa passieren kann, vor allem verglichen mit anderen Ländern. Heute ist Amazon sehr weit gekommen in Europa. Das ist eine Prä-Pandemie-Statistik, die zeigt, mehr als 50% der Internetnutzer sind bereits Amazon Prime-Mitglieder. Lassen Sie uns auch über den globalen Fußabdruck von Amazon außerhalb Europas kurz reden. Das ist der aktuelle Sachstand. Eine Riesenkonzentration in den USA, aber auch in Indien, worüber man weniger redet.
und dann einige Länder, wo Amazon sehr, sehr schnell wächst. Das hier ist aber die wirklich sehr interessante Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Und das ist das unglaubliche Wachstum von Amazon Facilities in 2020. Gut, diese Bauprojekte waren schon zuvor geplant. Amazon hat aber die Einrichtungen um 42% im Jahr 2020 erhöht. Im historischen Zusammenhang ist das wirklich unglaublich. 2018 wurde auch viel gebaut. Da haben sie 20 bis 30 Gebäude gebaut. 300 sind jetzt auch im Bau befindlich. Also 1000 neue Gebäude über das letzte Jahr, wodurch Amazons Position natürlich noch standhafter wird. Wenn man sich die Gebäude anschaut, so haben sie hauptsächlich Delivery Stations gebaut. 61% der neuen Einrichtungen waren sogenannte Delivery Stations. Und diese Lieferstationen oder Delivery Stations sind sehr, sehr wichtig, denn alle Pakete, die eine solche Station verlassen, verlassen die Einrichtung. Dank der Arbeit von Scheinselbstständigen. Wenn es also darum geht, gute Jobs zu kreieren im Handel oder in der Logistik, ob in den USA oder in Europa, so ist das genau das Gegenteil. Amazon nimmt Jobs von Menschen weg, um hier neue Standards zu kreieren. In allerlei unterschiedlichen Geschäften und Logistikunternehmen. Amazon zerstört also Jobs und reduziert auch gleichzeitig die Standards und die Qualität dieser Jobs. Und das ist die große Bedrohung für Arbeiter. Wenn wir also für Amazon-Arbeiter kämpfen, dann kämpfen wir davor, die Standards bei Amazon zu erhöhen. Aber nicht nur, es ist auch ein Kampf, um die Standards zu schützen, die wir haben gewinnen können aufgrund des Kampfes über Generationen hinweg, den vor allem Gewerkschaften geführt haben. Wir haben auch mit Laila gearbeitet, um der Überwachung der Amazon-Arbeiter ein Ende zu setzen. Wir haben Briefe an die Kommission geschickt und wir werden hier weiterhin Druck ausüben. Amazon ist vielleicht das fortgeschrittenste digitale Überwachungsunternehmen der Welt und das einzige Big-Tech-Unternehmen der GAFAs mit einer riesen Arbeiterbelegschaft. 1,2 Millionen Lagerarbeiter, hunderte tausende Lieferer, Unterauftragnehmer, all diese Arbeiter unterliegen den Überwachungsinitiativen von Amazon. Bei Amazon all diese Sachen in Echtzeit sehen kann. All diese Daten gehen in die Amazon-Systeme und analysiert wird das nicht von Menschen, sondern von Algorithmen. Algorithmen, die eigenständig dazulernen, ohne menschliche Interaktion. Das ist also ein Schlüsselbereich, wo wir kämpfen müssen. Mit Amazon Workers International und mit den Genossen bei Friends of the Earth und mit Progressive International, mit denen wir auch eng zusammengearbeitet haben, haben wir Make Amazon Pay eingeführt. Das ist eine globale Kampagne, um Amazon herauszufordern in allerlei Bereichen. Steuern, Kartellrechte und Arbeiterrechte, aber auch Umwelt. Und wir sind unglaublich stolz auf dieses Bündnis, das wir aufgebaut haben mit Global North und Global South und auch der Internationalen Transportarbeiterföderation, Industry O, sowie eine Organisation in Indien, die Kleinhändler vertritt. Und wir haben auf der ganzen Welt Aktionen in die Wege geleitet. Am Black Friday kamen Arbeiter, Aktivisten und Politiker zusammen, um sich zu Wort zu melden. Und wir hatten die größte globale Aktion bis dato, aber dieses Jahr, im Jahr 2021, müssen wir uns noch besser mobilisieren. Wir verlassen uns also auf Sie alle, auf all unsere Genossen und Freunde
sich hier in diesem Kampf uns anzuschließen. Später wurde ein Brief veröffentlicht von unterschiedlichen politischen Entscheidungsführern, die mehr oder weniger das wiederholten, was auch wir gesagt haben. Wir schaffen es also wirklich, neue Verbündete zu finden, neue Bündnisse zu kreieren. Wir bringen Akteure, Gewerkschaftler, Arbeiter, allerlei unterschiedliche Akteure auf der ganzen Welt zusammen. Amazon hat eine Art dystopische Vision der Zukunft und wir schaffen eine Vision der Zukunft, die wir uns alle wünschen, auf Grundlage der Solidarität, Justiz und Nachhaltigkeit. 2021 müssen wir unsere Aktivität noch weiter nach oben fahren. Und das bedeutet, dass wir gemeinsam an allen Fronten kämpfen müssen. Dazu gehört Bündnisse aufbauen auf globaler, auf lokaler und auf regionaler Ebene. Wir freuen uns wirklich auf diese gemeinsame Arbeit. Und in diesen dunklen Zeiten ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Amazon nicht alleine für die schreckliche Situation, in der wir uns befinden, schuldig ist. Amazon ist ein Symbol, ein Führer in der Bewegung zur Zerstörung der Demokratie, Solidarität und Justiz. Aber solche Krisen gab es auch schon in der Vergangenheit und wir haben sie gemeinsam bekämpfen können. Konzernkonzentration, vor allem bei den GAFAs, ist eine Sache, die wir ansprechen müssen, wenn wir als Gesellschaft überleben möchten. Gleichzeitig ist es so, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Jeff Bezos ist dafür ein gutes Beispiel. Aber auch die Steuervermeidung und die digitale Überwachung und die Auswirkungen auf die Umwelt, all das sind Grundlagenthemen, die wir lösen müssen, als soziale Bewegungen, als Gewerkschaften, gemeinsam. Und Amazon ist im Grunde ein Geschenk. Amazon bringt uns zusammen, wie kein anderer Konzern, um an die Front zu gehen. Und ich bin wirklich sehr dankbar, solche fantastischen Genossen um mich herum zu haben. Ich weiß, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Vielen Dank. Eh bien, merci beaucoup, Nick, pour cette intervention. Vielen Dank, Nick, für diesen Beitrag, diesen sehr enthusiastischen Beitrag voller Leidenschaft und begeisternd für uns alle. Wir kommen damit zum Ende unserer Redner und das heißt, wir kommen zu den Fragen. Und es sind bereits einige Fragen gestellt worden über den Chat. Und vielleicht noch einige kurze Worte, um erstmal zusammenzufassen, was wir gerade gesagt haben. Sie haben alle gut gezeigt, wie sehr Amazon ein Arbeitsplatzkiller ist, aber eben auch gesellschaftliche Errungenschaften zerstört werden, ebenso wie die Wirtschaft und wie wir dagegen vorgehen können, welche Perspektiven dagegen bestehen und dass wir doch in einer optimistischen Situation in Fragen Mobilisierung geht, ob das auf nationaler, lokaler oder internationaler Ebene ist. Und es ist auch sehr ermutigend und begeisternd zu sehen, dass wir in diesem Kampf, wie Alma es eben schon sagte, Leute an einen Tisch bringen können, die aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven und Situationen kommen. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, ein gutes Omen für die Zukunft. Zu den Fragen, da gibt es einige. Ich werde mit einer Frage zum Handel aus nächster Nähe kommen. Diese Frage richtet sich eher an Alma zum Schutz für die Geschäfte, die im direkten in der direkten Konkurrenz stehen sollten, aber von Grund der Börse sind essentielle Geschäfte. Sollte es da nicht Regeln geben von Seiten der Politik, um zum Beispiel das französische Kino zu schützen? Also den französischen Kinosektor. Alma, möchtest du darauf reagieren? Das ist eine interessante Frage. Da müsste man natürlich die gleichen Regeln anbringen, weil es hier wirklich Wettbewerbsverzerrungen zugunsten von Amazon gibt. Natürlich muss als erstes der Mehrwertsteuerbetrug unterbunden werden. Ich erwähne das auch, weil es eine kürzlich erfolgte europäische Reform dazu gegeben hat, die immer noch nicht in Kraft getreten ist, wo es immer noch Raum für diesen Betrug gibt. Wo dann zum Beispiel auch die Unternehmen nach Zypern auswandern können, wo dann jede Art von Unternehmen eine Mehrwertsteuernummer bekommen können.
Und die haben dann gesagt, dass die Vielzahl der Verkäufer, der europäischen Verkäufer auf Amazon wirklich drastisch gestiegen ist, aber viele davon sind ganz, ganz, das ist wirklich nur eine Umstrukturierung und ein fortgesetzter Mehrwertsteuerbetrug. Und dieses Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Solange es nicht abgeschlossen ist, weiß ich nicht, wie wir den physischen Handel schützen können. Das heißt, wir müssen auch neue Regeln finden, wie zum Beispiel Kleinakteure in Einzelhandel, kleinere Händler schützen können, eben aber auch im Vergleich zum Onlinehandel, die also auch Onlinehandel machen, aber eben auch noch ein klassisches physisches Geschäft haben. Wie kann man das behandeln? Das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriger gesellschaftlicher Wandel. Hier, um darauf zu reagieren, wir wollten parallel dazu schon ein Moratorium haben, da, wo die ganz, ganz großen Lagerhäuser, die hier Amazon ermöglichen, Einsparungen vorzunehmen, einfach über das Scaling unterbunden werden, um den kleineren Konkurrenten zu helfen, ihren eigenen Onlinehandel aufzubauen. Und da geht es zum Beispiel um die Frage von Lagerhausmieten und dergleichen. Und da gibt es viele kleine Unternehmen, die einfach bankrott gegangen sind. Und wo es dann auch wirklich eine protektionistische Politik gegenüber bestimmten Bereichen es ermöglicht hat, zum Beispiel gerade auch im Buchwesen ist es zum Beispiel, dass es dann die Industrie noch nicht komplett zerbrochen ist. Aber das Problem ist, und Amazon macht auch große Verluste, man kann nicht in weniger als 24 Stunden liefern, ohne Verlust zu machen in diesem Bereich. Aber da wird einfach weiter zu Verlustpreisen verkauft. Und wenn wir zum Beispiel durchsetzen können, dass die Logistikarbeitnehmer da bessere Gelder bekommen, dann verbessern wir, also wenn Amazon gezwungen wird, bessere Gelder zu bezahlen, verbessern wir damit die Position aller Konkurrenten. Bessere Gehälter, und das ist genau wie in den Ländern, wie im Wettbewerb zwischen Norden und Süden. Ja, wenn man in unterschiedlichen Sektoren arbeitet, so kann man dann auch den physischen Handel weiter stützen und ihn wieder etwas rentabler machen, als es zurzeit ist, im Vergleich zu Amazon, einfach durch den Mehrwertsteuerbetrug und die prekären Arbeitsplätze und deren weitere Praktiken. Das sind die jüngsten Zahlen, die wir dazu haben. Dass da wirklich in großen, großen Anteilen mit Zeitarbeitern gearbeitet wird. Vielen Dank, Alma. Eine weitere Frage, die ich jetzt nicht in voller Länge lesen wird. Hier geht es um die Erstellung eines europäischen Betriebsrats, was ein Organ ist, um das für die Arbeitnehmer bei Amazon sprechen soll, wie bei allen anderen Unternehmen das auch besteht. Und da möchte ich mich dann an Nick und Magda wenden. Wäre die Einrichtung eines europäischen Betriebsrates der Mitarbeiter von Amazon, besteht diese Möglichkeit, ist das in Betracht gezogen worden und könnte sich hier um ein Instrument zur Mobilisierung der Arbeitnehmer handeln? Ich will das gerne beantworten. Meine Position zu den Betriebsräten, und ich bin da Amerikaner, also habe ich kein großes Hintergrundwissen zu den Betriebsräten, aber so wie ich das verstehe, ist, dass wenn die Arbeitnehmer wirkliche Verhandlungsmacht haben in einem Unternehmen, dann wird der Betriebsrat ein sehr wichtiges Instrument, um diese Macht auszuüben. Aber in einer Situation wie bei Amazon, wo die Arbeitnehmer nicht gewonnen haben, Amazon nicht geschlagen haben, sondern sehr aggressiv ihre Macht ausüben, bin ich nicht sicher, ob ein Betriebsrat ein gutes Instrument ist, um Macht aufzubauen. Wenn die Macht schon vorhanden ist, ist es ein gutes Instrument, diese auszuüben. Ob es beim Aufbau der Macht hilft, weiß ich nicht. Es gibt Vorbereitungen, es gibt Verhandlungen, es gibt ein besonderes Verhandlungsorgan, Gremium, das dort besteht, eine Person
ist in Gesprächen mit uns. Anishka Mrush ist ein Mitglied dieses besonderen Verhandlungsgremiums. Amazon ist ein äußerst schwieriger Gegner, wenn es um den sozialen Dialog geht. Es wird vorgetäuscht, dass man mit uns spricht, aber in der Praxis sprechen sie nicht mit uns. Sie geben uns Informationen, die bedeutungslos ist, die unwichtig ist. Und wir sind sehr besorgt, dass die Situation bei einem europäischen Betriebsrat ganz genauso aussehen würde. Bei Amazon haben wir die sogenannten Arbeiterforen, die theoretisch Gewerkschaften und Betriebsräte, also Arbeitnehmervertreter, ersetzen sollen, aber diese werden von Amazon geschaffen und sehr oft ist es so, dass die Personen in diesen Foren Menschen sind, die dem Arbeitgeber gefallen, die also wirklich Freunde, Bekannte, Vertraute des Managements sind. Amazon beschreibt diese Foren als einen Weg, den Arbeitnehmern die Hand zu reichen. Aber in der Praxis wird versucht, hier den sozialen Dialog auszuhebeln und zu umgehen. Wenn die Arbeiter sich organisieren wollen, an Orten, wo sie nicht stark vertreten oder gut organisiert sind, wird das nicht helfen. Ich sehe, dass zum Beispiel in Deutschland traditionell die Position der Arbeitnehmer stärker ist und dass diejenigen, die sich für die Arbeitnehmer einsetzen wollen, sind Mitglieder der Betriebsräte in Deutschland. Aber in Ländern, wo die Arbeitnehmer in einer schwierigeren Position sind, da können die Betriebsräte sich zugunsten des Arbeitgebers auswirken. Das Wichtigste ist also hier, starke Arbeitnehmer zu bekommen, die ihren Position zu stärken sind. Sonst können wir als Arbeitnehmervertreter im Betriebsrat auch nicht stark sein. Und ich hoffe, dass uns gelingen wird, Betriebsräte aufzubauen, die auch in der Lage sind, Druck auf das Unternehmen auszuüben. Vielen Dank euch beiden für diese Antworten zu den europäischen Betriebsräten. Wir werden zur nächsten Frage kommen von Stéphane Corbion. Diese betrifft die Vertraulichkeitsklauseln, die unterzeichnet werden von Abgeordneten. Wenn Amazon ein neues Lager ausbaut, dann weiß man im Vorfeld nie, dass es sich um Amazon handelt, bis das Gebäude praktisch fertig ist und das Schild draußen aufgehängt wird. Wenn die Abgeordneten den Bürgern oder der Presse mitteilen, dass es sich um Amazon handelt und dass im Vorfeld, dass die nur ein paar Schritte von ihrer Haustür sich anbauen, dann gibt es natürlich ein großes Risiko, dass dort Widerstand erfolgt. Und da gab es also Abgeordnete, die akzeptiert haben, dass sie 15.000 Euro Strafe zahlen müssen, dass sie, während, wenn sie an die Presse oder die Bevölkerung mitteilen, dass es sich bei diesem neuen Lagerhaus um ein Amazon-Lagerhaus handelt, bevor der Bau beginnt. Und möchtest du vielleicht etwas dazu sagen? Der du die Frage stellst, einmal. In der Tat. Es stellt sich die Frage, ob diese Praktik legal ist. Wir leben in einer Demokratie und die Abgeordneten auf lokaler Ebene glauben, dass sie das Recht haben, Vertraulichkeitsklauseln zu unterzeichnen, die ihnen verbieten, zu veröffentlichen, wer ein solches Projekt aufbaut. Und theoretisch ist das Gesetz blind. Und das heißt, wir sollten nicht diskriminieren gegenüber einem Unternehmen oder einem anderen. Also ob dieses Lagerhaus von Amazon oder einem Unternehmen gebaut wird, sollte rein gesetzlich keinen Unterschied machen. Aber in der Praxis stimmt das natürlich nicht. Ein Unternehmen, das bekannt ist für die Zerstörung von Arbeitsplätzen und Mehrwertsteuerbetrug, da muss man dann auch gegen vorgehen können. Und deswegen ist es für uns wichtig zu wissen, ob es sich um dieses Unternehmen oder um ein anderes handelt, das so vorgehen. Da muss man auch die Frage gehen, kann man damit vor Gericht gehen? Wer ist verantwortlich für die Versprechen, die von Amazon nicht gehalten werden? Denn die Versprechen immer alle möglichen Wunder bei der Erschaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Situation vor Ort. Und dann gibt es 3 Jahre später immer deutlich weniger Arbeitsplätze als ursprünglich vorgesehen. Und mit der Automatisierung sinkt die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze im Nachhinein sogar wieder. Oder wenn man dann
hauptsächlich zum Beispiel an einem Standort in Frankreich hauptsächlich polnische Arbeitnehmer hat, die zu polnischen Löhnen in Frankreich arbeiten zur Vorzeit. Und da stellt sich die Frage, wen kann man hier zur Rechenschaft ziehen? Wer ist verantwortlich dafür, dass die Verpflichtungen hier nicht eingehalten werden, die Versprechungen nicht gehalten werden? Dass es ihnen gelungen, 0 Euro lokale Steuern zu zahlen, indem sie einfach ihren Umsatz so lange zurechtdrücken, bis er woanders stattfindet. Und das sind wirklich Mafia-Taktiken. Entschuldigen, wenn ich das so ausdrücken muss. Aber da wird dann große Nähe zur Regierung gesucht. Und das ist eine klassische Mafia-Taktik. Dann die Frage der Spionage, die Sie ursprünglich erwähnt hatten. Das ist auch wieder eine Strategie, man versucht, sich dort als Richtnummer das Maximum an Gewinn ausgeben kann. Und wo betrogen wird, womöglich, ob es bei den Sozialbeiträgen ist, bei der Steuer ist, bei einer Umweltabgabe ist, was auch immer es sein mag. Und das, wie Sie sehen, haben wir da eine große Vielzahl von Themen, die wir dazu noch ansprechen können. Ich weiß gar nicht, wie wir das alles noch behandeln sollen. Die Zeit wird nicht reichen. Vielen Dank, Alma. Ich hätte eine Frage an Arno und Florence zur Studie. Das ist eine Frage, die immer wieder kommt. Und zwar seitdem wir diese Studie veröffentlicht haben auf den sozialen Netzwerken. Und Sie präsentieren diese Studie als eine unabhängige Studie, aber die ist von France Insoumise und Amis de la Terre in Auftrag gegeben worden. Das heißt, wie können Sie garantieren, dass es sich um eine objektive und wirklich unabhängige Studie handelt? Ganz einfach, weil weder Florence noch ich Teil einer Partei sind, Mitglied einer Partei sind. Florence hat lange Jahre bei OECD gearbeitet und hat dort öffentliche Politik bearbeitet, analysiert, untersucht. Und ich persönlich habe hauptsächlich im Privatsektor gearbeitet und ich arbeite auch weiterhin hauptsächlich im privaten Sektor für eine Versicherungsgruppe. Ein Versicherungskonzern. Und bei dieser Studie haben wir keinerlei Konflikte. Wir stehen voll und ganz hinter unseren Ergebnissen. Und niemand hat den wissenschaftlichen Wahrheitsgehalt dieser Studie in Frage gestellt bis dato. Und wie gesagt, ich und ich denke Florence ebenfalls stehen weiterhin voll und ganz hinter den Ergebnissen unserer Studie. Das ist wirklich akademisch durchgeführte Forschung. Das kann analysiert werden. Also ja, es wurde in Auftrag gegeben von Leila. Dafür danke ich auch. Aber ich hätte die gleiche Studie gemacht, die gleichen Ergebnisse präsentiert, wenn diese Studie von der Regierung in Auftrag gegeben worden wäre. Und das muss ich noch hinzufügen, das ist ja das Problem. Wir bitten die Regierung seit 2 Jahren darum, diese Studie durchzuführen und sie haben es nicht getan. Les conclusions, ce qui est terrible aussi quand on voit le biais en fait de la présomption de la preuve beaucoup plus lourde qui pèse sur nous en fait, alors que finalement cette étude, on était ravis que le gouvernement l'a commandé. Natürlich sehr zufrieden, dass diese Studie nun zustande kam. Wir haben auch schon seit längerem die Regierung gefragt, eine solche Studie in Auftrag zu geben. Passierte aber nicht, weil sie natürlich Angst vor den Ergebnissen hatten. Und die Regierung hat jetzt diese Studie auch auf seinem Schreibtisch vorliegen. Ich schaue kurz, ob es noch weitere Fragen gibt. Ja, eine. Sie haben gezeigt, dass das Argument der Schaffung von Jobs, das Amazon vorbringt, falsch ist. Wenn man sich aber die Qualitäts- und die Produktivitätsdazugewinne anschaut, ist auch nicht so, dass mit weniger Arbeitszeit doch auch qualitative Güter geschaffen werden. Nick und Magda haben ja erklärt,
wie es um die Beschäftigungsverhältnisse von Amazon bestellt ist. Ist das Ziel die Arbeitszeitreduzierung oder ist das Ziel, sicherzustellen, dass die sozialen Standards eingehalten werden und dass diese nicht in den Müll geworfen werden, nur weil das Amazon-Modell ankommt? Ich denke, dass meine Antwort in der Frage bereits enthalten war. Möchte sich einer von Ihnen vielleicht auch noch zu diesem Aspekt äußern? Ja, ich kann gerne beginnen, aber vielleicht haben auch Anno und Florence dazu noch etwas zu sagen. Was ich beobachte, ja, das sind Fragen, die sich stellen können, aber was Leila gesagt hat, stimmt. Man könnte darüber reden, wenn die Menschen anständig behandelt werden würden und gut bezahlt werden würden, wenn Amazon die Arbeiter anständig bezahlen würde und Produktivitätsgewinne verzeichnet werden würden, dann könnte man sagen, okay, so entwickelt sich das. Aber zweitens werden Sie auch gemerkt haben, dass wir ganz sicherlich nicht so aufgestellt sind in Bezug auf die europäischen und französischen Regierungsebenen. Im Gegenteil, die Arbeitszeit wird nicht reduziert, vielmehr wird die Arbeitszeit verlängert. Auch das Arbeitslosengeld wird reduziert, um die Leute dazu zu bewegen, schneller Jobs zu finden. Man kann also nicht auf der einen Seite die Arbeiter so ausnutzen, dass die Bedingungen immer schlechter werden. Im Grunde befindet man sich dann in einer unmöglichen Situation für die Bürgerinnen und Bürger. Man wirft ihnen vor, keine Jobs zu haben. Gleichzeitig tut man aber nichts, um sicherzustellen, dass sie einen finden, indem man entweder gegen Amazon ankämpft oder indem man andere Modelle schafft, die letztendlich dazu führen, dass die Leute auch wieder eine Arbeit finden. Gut, ich bin keine Expertin, vielleicht können die anderen hier so doch mal mehr sagen. Florence und Anno, wollen Sie zu dieser Sage auch noch was sagen in Bezug auf Produktivitätsgewinne und Arbeitszeitreduktionen aus der Warte eines Volkswirten? Vielleicht kann ich hierzu ein, zwei Sachen sagen. Das Problem mit der Reduktion der Arbeitszeit ist, dass die vergangenen Erfahrungen in einigen Ländern, auch in Frankreich, nicht die gewünschte Wirkung auf die Arbeit hatten. Die Robotisierung wurde ja bereits erwähnt. Die Reduktion der Arbeitszeit findet in der Privatindustrie statt. Und das wird sicherlich zu Problemen auch im öffentlichen Bereich führen. Wie wird man mit der zunehmenden Zahl von Arbeitslosen umgehen müssen? Das ist eine Frage, die man sich natürlich stellen muss, weil wir uns in einer Gesellschaft befinden werden, wo Dienstleistungen und Produkte zunehmend von Robotern produziert werden und weniger durch Arbeiter. Das wird die natürliche Entwicklung sein. Jetzt in Bezug auf die Arbeitslosen- und Arbeitsqualitätprobleme. Hierfür gibt es heute viele Vorschläge. Es hat einen Beschäftigungsgarantie-Vorschlag gegeben, Vorschläge zu grünen Jobs. Es gibt also noch andere Wege, die sehr viel interessanter sein könnten aus einer Umwelt- und Sozialperspektive, die dafür sorgen könnten, dass die Arbeit auch in der Zukunft einen hohen Stellenwert hat für unsere persönliche Verwirklichung, aber auch für den Stolz der Menschen, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, ist das ja sehr wichtig. Ich möchte nochmal auf den ersten Teil der Frage zurückkommen, in Bezug auf die Zahlen, die Amazon veröffentlicht in Bezug auf die Schaffung von Stellen. Wir haben uns diese Studie genauer angeschaut und wir haben verstanden, dass Amazon damit angibt, sehr viele Stellen zu kreieren. Aber die Studie, wenn ich mich nicht täusche, wurde von
einem privaten Kabinett finanziert, eine Putzfrau in einem Amazon-Lager. Ja, das wird als eine direkte Schaffung eines Jobs angesehen. Wobei diese Putzkraft für ein unabhängiges Unternehmen arbeitet und sicherlich auch woanders hätte arbeiten können als bei Amazon. Aber auch wenn sie nur 2-3 Stunden pro Tag bei Amazon arbeitet, betrachtet Amazon dies als die Schaffung eines Arbeitsplatzes. Und das erklärt diese sehr übertriebenen Zahlen in der Studie von Amazon. Ich weiß nicht, wie Anno dazu steht. Ja, es ist eine strategische Kommunikation, die hier Amazon verwendet. Je größer der Konzern, je einfacher ist es, etwas zu verkaufen. Wenn man zum Beispiel im Einzelhandel auch die Jobs hinzufügen würde, die vonnöten waren, um die Geschäfte aufzubauen, ja, dann sähe es auch da ganz anders aus. Also hier versucht Amazon zu schummeln, versucht den Medien Zahlen vorzulegen und wir wissen, dass die Journalisten nicht die Zeit haben, das genauer unter die Lupe zu nehmen und die Wahrheit dieser Zahlen genauer zu überprüfen. Ja, Amazon ist wirklich sehr stark aufgestellt, wenn es darum geht, aggressiv zu kommunizieren. Ich schlage den Rednerinnen und Rednern vor, die es wünschen, noch ein paar abschließende Kommentare zu machen. Ich sehe hier, dass auch noch jemand fragt, ob wie es um die geschaffenen Jobs in dieser Industrie steht und wie diese im Einklang sind mit den Arbeitgeberabgaben. Ich möchte noch mal kurz auf das letzte Thema zurückkommen. Als Gewerkschaftler und als Amazon-Arbeiter sind wir alle für einen Rückgang der Arbeitsstunden. Und wir sind auch dafür, dass die Pendelzeit in der Arbeitszeit mit eingeschlossen wird. Weil manche Amazon-Arbeiter 3, 4, 5 Stunden lang pendeln müssen. Zur Arbeit zu gelangen, ist also fast wie einen zweiten Job zu haben. Und das wird bei Amazon nicht berücksichtigt. Und die bezahlte Arbeitszeit fällt so gering aus, dass die Menschen ja bereits sehr müde sind, wenn sie bei der Arbeit ankommen. Polen und im Allgemeinen Mittel- und Osteuropa ist festzustellen, dass mehr Jobs geschaffen werden. Aber Amazon führt auch immer mehr Roboter ein. Das Hauptarbeitsinstrument bei Amazon ist aber immer noch der Arbeiter. Und eine ganze Masse an Menschen, die für Amazon arbeitet. In Polen gibt es ja momentan insgesamt 11 Lager. Aber wie gesagt, wird aus diesen Lagern nur der deutsche Markt bedient. Und in der näheren Zukunft beabsichtigt man ebenfalls, die Lager und die Webseite dann für Polen aus der Taufe zu heben. Die meisten der Arbeiter in Polen sind befristet für Amazon eingestellt. Zum Beispiel über Agenturen.
Erst sehr viel später werden sie dann manchmal von Amazon direkt eingestellt. Aber selbst dann erhalten sie nur einen befristeten Arbeitsvertrag. Und das grenzt sie natürlich in ihrer Fähigkeit ein, sich zu organisieren. Oft ist es auch so, dass die Amazon-Arbeiter bei Amazon arbeiten, dann gehen und dann wieder zurückkehren, dann ihren Job wieder verlieren und dann wieder zurückkehren. Und auch das erschwert die gewerkschaftliche Organisation. Das zerstört auch die Beschäftigungsstabilität. Und das zerstört natürlich auch die Fähigkeit, die Arbeiter sich selbst zu organisieren. Und in dem Lager, in dem ich arbeite, gibt es in der normalen Phase, nicht während des Urlaubs, in etwa 5000 Beschäftigte. In der Urlaubszeit sind es vielleicht 10.000, die dann aber hauptsächlich über Agenturen als Leih- und Zeitarbeiter zu uns kommen. Wir sind also auch sehr geteilt und deswegen ist es auch so schwer, sich zu organisieren. Aber die Zahlen sind riesig. Aber das ist, wie gesagt, diese Nullstundenarbeit, die sehr prekär ist. Ich möchte mich bei Ihnen nochmal bedanken im Namen unseres Netzwerkes Amazon Workers International. Vielen Dank, dass Sie diese Sitzung organisiert haben. Und bitte rufen Sie unsere Facebook- und Webseite auf. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns während der Protestaktionen treffen. Vielen, vielen Dank. Ein großes Dankeschön für Ihre Wortmeldungen. Sie sagten in Ihrer ersten Wortmeldung, dass Amazon die Menschen dressiert. Und Sie haben hier auch wirklich gut nochmal erklärt, wie es dazu kommt. Pendelwege von bis zu 6 Stunden hin und zurück, die dann auch erschöpft ankommen, bevor sie am Arbeitsplatz erscheinen. Ein Unternehmen, wo alles getan wird, um die Leute davon abzuhalten, sich zu organisieren. Ein Arbeitgeber, der die Menschen davon abhält, ein gutes Gleichgewicht zu haben zwischen ihrem Privat- und Berufsleben. Bravo, dass Sie in diesen Bedingungen es nichtsdestotrotz geschafft haben, die Arbeiter zu organisieren, nicht nur an Ihrem Standort, in Ihrem Lager, sondern auch im Rahmen eines internationalen Netzwerkes. Und ich hoffe wirklich, dass wir die Gelegenheit haben werden, uns von Angesicht zu treffen, auch mit den ganzen mobilisierten Arbeitern, mit diesem ganzen Netzwerk, mit allen, die sich gegen Amazon stark machen, Umweltaktivisten, Vertreter des Einzelhandels. Sobald diese Pandemie hinter uns ist, hoffe ich, dass wir die Gelegenheit haben werden, das auch zu organisieren. Jetzt schlage ich vor, dass die Referenten noch einmal ihre letzten Kommentare machen. Nick Rudikoff, je te passe la parole. Thanks, Laila, and thanks to all the other panelists. And Nick Rudikoff, ich erteile dir das Wort. Ja, vielen Dank auch allen anderen Panelisten, anderen Teilnehmern heute. Ich denke, ich möchte einen abschließenden Punkt hier noch unterstreichen. Es gibt eine Tendenz bei Unternehmen wie Amazon, sich auf die Neuheiten, auf alles, was neuartig ist, zu konzentrieren, auf das, was Amazon versucht zu tun. Die sprechen immer darüber, wie innovativ sie sind, wie sie sich die Dinge immer wieder neu erfinden, neu ausdenken. Aber die machen das, was Arbeitgeber immer getan haben, was Chefs immer getan haben, dass die Arbeitnehmer werden überwacht, die Gewerkschaften werden bekämpft, die Arbeiter werden über Mechanismen in der übertriebenen Produktivität gedrängt. Es werden neue Mechanismen erfunden, damit die Arbeitnehmer härter arbeiten. Steuervermeidung, Steuerbetrug, das sind alles Standardpraktiken. Das sind alles Dinge, die es immer schon gegeben hat. Es sind praktisch ein Anstrich des 21. Jahrhunderts von Sachen, die bereits im 19. Jahrhundert stattgefunden haben, wo man uns versucht, unsere Errungenschaften, unsere Anrechte zu entreißen. Das Einzige, was hier neu ist, ist wirklich die Dringlichkeit und Geschwindigkeit der Sache. Wir sehen durch
die Covid-Pandemie, durch die Klimakatastrophen, die wir erleben, erleben wir eine deutliche Beschleunigung all dieser Ereignisse, einer Tendenz, die wir seit Jahrzehnten und länger beobachten können. Und als gesellschaftliche Bewegung, als Gewerkschaften ist es eine historische Herausforderung, hier diesem Moment gerecht zu werden, dass wir untereinander unsere Differenzen zwischen den Bewegungen beilegen und eine gemeinsame Front gegenüber diesem gemeinsamen Feind Amazon aufbauen. Und um hier nochmal ein Beispiel anzuführen, das außerhalb von Orbis 1200 möchte ich etwas erzählen zu den Amazon-Arbeitnehmern in Alabama, berichten, wo da wirklich hart gekämpft wird, um eine Gewerkschaft aufzubauen. Und sie haben auf eine gewisse Weise schon gewonnen, denn 2000 Arbeitnehmer haben sich versammelt und haben beschlossen, haben die Wahl, ob sie eine Gewerkschaft wollen oder nicht. Und wir alle sollten denen auch solidarisch zur Seite stehen. Ich weiß, dass unsere Gewerkschaften alles tun, um diesen Arbeitskampf zu unterstützen und dass unsere Kameraden in Europa uns bei diesen Bemühungen unterstützen. Wir sollten da alle ein wachsames Auge drauf halten. Und Amazon versucht weiterhin gegen gewerkschaftliche Aktionen vorzugehen. Und für ein europäisches Publikum, wo Amazon in gewisse soziale Konventionen in Europa gezwungen ist, um Arbeitnehmerrechte zu berücksichtigen, ist es in Amerika im Vergleich so, dass da wirklich kaum solchen Schutz gibt, wo dann wirklich die Arbeitnehmer wirklich direkt bedroht werden, Missinformationen und Desinformationen verbreitet werden, der Zugang zu Toiletten eingeschränkt ist, wo permanente Überwachung überall. Und ich hoffe, dass wir in diesem Kampf alle erfolgreich sein werden. Nochmal vielen Dank an Laila für deine führende Rolle in dieser Bewegung. Vielen Dank, Nick. Ich bestätige, dass er Propaganda auf den Toiletten dort bestätigt. Ich war bei einem Amazon-Lagerhaus kurz vor Weihnachten und das ist verrückt genug, dass man das selbst, dass auf den Toiletten gibt es einen Ort, wo man seinen Scanner ablegen kann und dann gibt es wirklich direkt in den Toiletten dann Propaganda-Informationen. Haben wir noch weitere Fragen? Gibt es weitere Redner, die das Mikrofon anschalten, um nochmal das Wort ergreifen zu wollen? Ich habe schon sehr viel gesprochen, aber ich bin sehr bewegt in Wirklichkeit und es tut mir unglaublich gut zu hören, dass so viel passiert, dass das Europaparlaments reagieren, dass die polnischen Arbeitnehmer reagieren, dass dieser Kampf auch andernorts geführt wird. All das bietet uns die historische Chance, uns zu verbünden und unsere Zukunft in die Hand zu nehmen. Man fühlt sich ein bisschen wie in einer schlechten Folge von Black Mirror. Und wenn wir nicht ein so klares gemeinsames Feindbild hätten, würde es uns schwerer fallen, Gemeinsamkeiten zu finden. Und in der Tat ist das zumindest etwas Gutes. Und wir müssen jetzt alle mit ins Boot holen, die in den Lagerhäusern arbeiten, in Polen und die kleinen Einzelhändler in Frankreich und die Umweltschützer, alle müssen wir mit ins Boot holen. Wir dürfen uns natürlich auch nichts vormachen. Es wird ein harter Kampf werden, den wir lang und hart werden ausfechten müssen. Aber ich danke Ihnen allen für Ihre Beiträge. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dem scheint nicht so. Also vielen Dank Ihnen allen für Ihre Beiträge, die uns motivieren, diesen Kampf auch weiter fortzusetzen, uns alle weiter zu mobilisieren, jeder auf seiner eigenen Ebene. Sie können auf mich zählen im Europäischen Parlament, um alles in meiner Macht Stehende zu tun, um diesen Kampf auch in den Institutionen auszufechten. Ich danke Florence und Arno nochmal für diese Studie, die ein wichtiges Instrument bei der Mobilisierung, bei diesem Kampf sein wird gegen den Giganten Amazon. Und ich denke, dass man wirklich nicht zögern sollte, diese Studie zu Rate zu ziehen in den verschiedenen Ländern und dort dann die notwendigen, die hilfreichen Informationen auch
zu finden für die jeweiligen Länder. Ich möchte auch den Dolmetschern danken, die uns hier ermöglicht haben, diesem Webinar in verschiedenen Sprachen zu folgen. Die Dolmetscher bedanken sich fürs Zuhören. Ich danke auch meinem Team, das dieses Event organisiert hat. Und damit hoffe ich, dass wir uns bei weiteren Etappen im Kampf gegen Amazon wiedersehen werden. Und hoffe, dass wir so bald wie möglich auch uns wieder physisch werden organisieren können, um eine Konfrontation zu ermöglichen zwischen den Arbeitnehmern und dem europäischen Management von Amazon. Und zwar die Arbeitnehmer, die wir auch schon bei den Anhörungen der Arbeitnehmer vor einigen Monaten hatten. Und ja, zögern Sie nie, uns anzusprechen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dafür sind wir auch da als Abgeordnete. Wenn Sie eine schriftliche Frage an die Kommission wenden wollen, können Sie sich dafür an mich wenden. Wenn Sie Kollegen aus Europaabgeordneten aus anderen Ländern sprechen wollen, wenn Sie da den Kontakt brauchen, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Das ist meine Aufgabe als Abgeordnete. Und vielen Dank allen unseren Zuhörern, sei es über Zoom oder auf den sozialen Netzwerken, die vielleicht auch das Replay dieses Webinars später anhören werden. Vielen Dank Ihnen allen und hoffentlich bis bald.